und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Erlöse, Herr. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus und fragten, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihn einen Fall stellen. Er antwortete ihnen, was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete ihnen, nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragte ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen, wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber rissen die Leute scharf ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Bitte Platz. Kinder, habt ihr zugehört? Jesus hat, was über die Kinder gesagt, was hat er gesagt? Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der kann nicht hineinkommen. Ja? Was heißt das? Das heißt eigentlich, dass die Eltern von euch etwas lernen können. Können von euch lernen? Ja, das Reich Gottes anzunehmen. Und wie funktioniert das? Normalerweise, gell, wenn die Mama und der Papa sagt, so ist es, dann ist es so, oder? Wenn die Mama sagt, wir essen um 12 Uhr, dann essen wir um 12 Uhr, oder? Wenn die Mama sagt, wir schlafen im Bett und nicht auf dem Fußboden, dann glauben wir das, oder? Oder wenn die Mama sagt, wir sitzen auf dem Sessel und nicht am Tisch, macht man so, gell? Und wenn du von den Eltern lernst, die Schuhe an den Füßen anzuziehen, und wenn du hörst, wenn es kalt ist, sollst du eine Haube aufsetzen, dann machst du das, oder? Normalerweise, nicht immer, gell, aber im Großen und Ganzen stimmt das jetzt dann wirklich. Aber vom Prinzip her ist das einmal vieles unhinterfragt. Das ist einfach so für ein Kind. Das ist auch gut so, gell? Ist das bei euch auch so? Nicht mehr so, gell? Na
Man hinterfragt manches. Ja, ist ja natürlich. Man entwickelt seine eigene Meinung und dennoch ist es gut, wenn der Mensch sich dieses Kindhafte, dieses Annehmen dessen, was von Reich Gottes ist, sich beibehält. Jesus selbst sagt, werdet wie die Kinder. Wer so das Reich Gottes wie das Kind annimmt, der kann hineinkommen. Wer nicht, der kommt nicht hinein. Ja. Beim Wirten ist es ja genauso. Wenn du glaubst, dass der Wirt was Gesundes kocht, dann gehst hin. Du vertraust ihm. Du gehst nicht in die Küche und schaust nach. Wird er gekocht, oder? Habt ihr schon gemacht? Ja. Also dieses wirkliche Vertrauen. Das, was Gott mir gibt, was er mir in Jesus schenkt, das ist gut. Und in einem gewissen Spannungsverhältnis steht natürlich das eigene Subjektive, das Individuelle, meine persönliche Meinung, mein Subjektivismus. Natürlich gehört beides, aber im rechten Maß, in der richtigen Zuordnung. Gibt es natürlich welche, die sagen, naja, ich selber bin das Universum und in mir ist das Universum. Das heißt, eigentlich bin ich ein kleiner Herrgott. Ich brauche nur draufkommen. Ich kann mich sogar selbst heilen mit meinen Universumskräften. Ich brauche nur das richtige Bewusstsein dazu. Ja. Habt ihr vielleicht auch schon so Bücher gelesen? Wie kein Kurt, der was dann mit 50 das Begräbnis gehabt hat, was so dankt hat. Und der Leben und das Leben ihrer Mitmenschen zerstört wurde, weil sie selber ihren Individualismus, ihr Seele als Tabernakel gesehen haben, in das sich die ganze Welt trägt. Irgendwann einmal funktioniert das nicht und das Leben nimmt oft schweren Schaden. Jesus lehrt uns, dass wir unser eigenes Ich einbergen in eine größere Ordnung, dass wir wissen, das Leben, die Schöpfung, die Natur, auch meine Familie, das ist etwas von Gott gegebenes. Auch die Treue. Und das ist wahr, die Wahrheit meines Lebens und meiner Bestimmung, hier zu verbleiben. Es ist mehr als, dass das jetzt meine subjektive Sache ist, seine tiefere Bestimmung, die ich mit meiner Subjektivität beantworte, aber die ich nicht schaffe und hervorbringe. Und es ist immer die Frage, ob ich das auch so annehme. Gehört eine Menge kindlicher Glaube dazu, Vertrauen, dass jetzt wirklich der Partner, meine Familie, meine Bestimmung, oder war das alles ein großer Irrtum, weil ich halt mit 20 noch immer blöd gewesen bin. Und jetzt hätte ich eigentlich reingefunden und dort jetzt dann passen. Das ist typisch Lebensabschnittspartner. Dass man sagt, ich bin ja gar einer der Menschen, der mit 20, wie wir zusammengekommen sind. Ich bin ja jetzt ganz ein anderer und du auch. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Wir haben uns weiterentwickelt. Und
Das heißt, ich bin niemand, der äußert mein Ja, was ich dagegen habe. Das zählt halt nur für den vorhergehenden Menschen, der vorher war, aber jetzt. Der sagt zu ganz was anderem Ja, der jetzt ist. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ich das so sage. Sagt ihr, stimmt eigentlich eh? Oder sagt ihr, was, das habe ich überhaupt noch nicht gehört? Oder so mittendrin? Frage an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Was kommt dann heraus? Wenn meine Individualität das Maß aller Dinge ist. Wie geht es dann denen, die davon betroffen sind? Kann mir das wurscht sein? Ich denke, ob ich darunter ein Leben lang leide, hängt von dem Grundsätzlichen ab, von dieser Entscheidung. Definiere ich mein Leben eingeordnet in der Berufung Gottes, der mich führt, oder bin ich das Zentrum? Vertraue ich darauf, dass Gott mich auch da geführt hat, als ich vor 20 Jahren mein Rat gegeben habe und ich mir die ganzen Dinge und Bereiten nicht bewusst waren? Und da glaube ich, Gott beginnt erst jetzt mich zu führen. Und im Grunde genommen, was hat das alles mit der Landwirtschaft zu tun, mit dem Thema Erntedank? Vielleicht würden manche sagen, nicht viel. Ich denke, es hat etwas damit zu tun. Der Bauernstand, naja, reich werden kann man nicht damit. Zum Großteil, glaube ich, viele könnten mit ihrer anderen Ausbildung weit mehr verdienen. Aber du hast damit den Hof geerbt, du hast ihn übernommen, sein Gehabe. Das bist du hineingeschränkt. Und nach bestem Wissen und Gewissen betreibst du ihn weiter. Weil es dich verpflichtet. Und weil diese Verpflichtung dich eigentlich groß macht. Seine Bürde hat auch eine Würde. Zu diesem Entschluss muss man kommen. Wenn man nur sagt, das ist ein teures Hobby, und zwängt sein Leben und will es zerstören, und eigentlich nur orakeln, ich denke, dass diese Entscheidung getroffen werden muss. Oder man macht es einfach so, dass ich sage, ich will urteilen, was meine Kinder machen, die machen sowieso nicht weiter. Ich verkaufe, was ich habe und fahre auf Urlaub und mache das, was man braucht. Kauft mir einen drum Traktor, den ich eh nicht brauche, aber mir taugt es mit dem. Durch die Ortschaft zu fahren, weil es gehört habe, ja. Und hinter wie die Sintflut. Das ist immer die Frage des Differenzierens. Was steht dahinter? Und dann ist auch Seriante. Danke ich Gott dafür, für den Ertrag, dass ich einen Sinn hat, sich zu mühen, oder denke ich mir, das ganze Jahr habe ich mich angerackert und den war nicht, was da rausschauen. Ich sitze da in der Bank, aber eigentlich bin ich frustriert, weil für das, was ich zurückkriege, zahlt es sich nicht aus. Und wie wird es weitergehen? Ich denke, dass die Antwort jeder selbst finden muss. Und zwar aus der Hand Gottes. So
ist der Weg, den ich dir anbiete in der Kirche, den ich jedem vorschlage. Und ich glaube, an der Hand Gottes ist das Leben nicht immer das Leichteste. Und in der Welt ist man nicht immer der Sieger, oft nur der Blöde. Aber ich glaube, es ist das Richtigste und Beste, das man leben kann. Amen. Vergelt's Gott.